Hallo ihr Lieben, es haben sich ja so viele von euch noch ein Follow Me Around gewünscht und da wir gerade eben am Peterhof ankommen, dachte ich mal, nehme ich das zum Anlass, um euch noch ein zweites Follow Me Around zu drehen. Ja, wir sind jetzt gerade am Peterhof angekommen, das ist im Saarland, das kennen bestimmt viele von euch. High Pleasure geht hier mit Tobias den Louis d'Or Qualifikationspreis, Louis d'Or Qualifikationsprüfung. Genau, und wir haben heute Donnerstag und wir reisen gerade an und morgen ist die Prüfung und das ist eine Qualifikationsprüfung für Sonntag, für die Finalprüfung. Und ja, sind wir falsch? Nein, wir sind nicht falsch. Genau, und ihr seht da schon den Hypie. Ich bin gerade schon die ganze Zeit gefahren und ja, deswegen sitze ich hinten und ruhe mich ein bisschen aus. Ansonsten wünsche ich noch viel Spaß bei dem Follow Me Around. Hallo. Hallo. Das ist übrigens die Anna. Sonne. Sonne. Anna, was ist deine Aufgabe? Ich bin die Pflegerin. Ich kümmere mich um den Hypi und um sein Wohlbefinden. Und dafür, dass er schön aussieht. Genau. Und dass er was zu essen kriegt. Genau. Und wir haben jetzt hier die Lage gecheckt. Und Leute, das ist wirklich eine richtig krasse Anlage. Ja. Wenn ihr die nicht kennt, dann guckt mal im Internet. Das werdet ihr nicht bereuen. Richtig übel. Und die Gastboxen hier sind auch richtig großzügig. Richtig gut und richtig gutes Stroh und Heu und also... Schon cool, ja. Richtig cool. Also da kann man das Pferd auf jeden Fall beruhigt, sage ich mal, hier lassen, muss keine Angst haben, weil manchmal sind die Stallzelte ja schon sehr wackelig. Mhm. Also mega. Und was machen wir jetzt? Jetzt holen wir den Hypi noch raus. Wir dürfen nur bis 8 Uhr hier rein. Ja, wir holen jetzt den Hypi. Genau, ne? Der und Tobias reitet jetzt noch. Genau. Und der hatte jetzt... ziemlich lang, 2 Stunden ungefähr Zeit oder 1 Stunde, anderthalb. Hat ein bisschen gefressen. Genau. Wir haben Grand Prix geguckt. Genau. Und jetzt gehen wir den fertig machen. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, so ist gut, ne? Die Höhe? Ja. Oh, die Tür ist nicht richtig zu. Oh, geht. Der Hypi steht da wie ein kleines Fohlen. Ne, Hypi? Die Boxen sind ja richtig geräumig, ne? Richtig. Der Hypi, genau. Hypi fühlt sich ja auch einigermaßen. Genau, und er frisst da immer Gras, weil hier drunter ist immer Gras. Da freut er sich. Genau, obwohl er das jetzt nicht soll, aber gut. Und Hypi hat auch ein Fenster. Genau. Da draußen reiten gerade Showpferde rum. Genau. Deswegen ist hier auch gerade ein bisschen unruhig. Genau. Auch die Reiter müssen arbeiten. Der hat richtig Durst. Ihr seid gemeinsam stark. Nee.
Hat die Tür aufgehauen? Ah, nee. Ja. Hallo, ein kleines Update. Wir waren heute Morgen schon beim High Pleasure, weil die Trainingszeit war von 6 bis 6.45 Uhr. Sehr früh. Und wir sind um 5 Uhr aufgestanden, oder wann? Anna, wann bist du aufgestanden? 4.50 Uhr. 4.50 Uhr, ja. Und da wollte ich nicht vloggen, weil ihr wollt das nicht sehen, wie wir ausgesehen haben um die Uhrzeit. Der Halbi ist da nur Schritt gegangen, hat ein bisschen das Viereck einmal angeguckt. Und wir haben halt gefüttert und getränkt und jetzt haben wir 11:30 Uhr und fahren jetzt zurück zum Stall und werden den dann langsam fertig machen. Die Startzeit ist um 14:45 Uhr. Bis dann, tschüss! Da steht der Halbi im Moment. Da, glaube ich, oder? Jo, der steht da. Das ist sein Fenster. Das da. Der guckt gerade raus. Oder das. Das vorletzte, glaube ich, ist sein Fenster. Genau. Der Zopf ist so schief, weil der eine Mütze aufkriegt. Also keine Sorge. Es ist Absicht. Also, wir haben jetzt 14:40 Uhr und High Pleasure ist um 14:45 Uhr dran, also in 5 Minuten. Und mein Herz springt mir aus der Hose. Aus der Hose? Das Herz springt mir aus der Brust. Ich bin so aufgeregt, ich kann nicht mehr denken, wirklich. Ich bin immer so aufgeregt, es ist ganz schrecklich. Schlimmer als vor Klausuren, alles. Ja. Ich glaube, ich kann auch gleich nicht mehr gucken. Ja, also die Vorhalb-Pleasure ist nicht da und der geht jetzt Schritt und dann geht's los. Die Sicht von unten ist richtig kacke. Genau. Ich bin total aufgeregt. Aber HP sieht gut aus. Anna hat einen super Job gemacht. Dankeschön. Hat gefressen, gepinkelt vorher. Er hat sich erleichtert. Er hat sich erleichtert, sagen wir. Ja. Und ihm steht eigentlich nichts im Wege. Nee. Ja. Er ist fit. Hat sich ausgeruht. Genau. Das OMD und Dorothee Schneider. Also, wir fahren gerade zurück vom Turnier. Wir haben auch mittlerweile schon 14:40 Uhr. Die Prüfung selbst habe ich nicht gesehen, weil ich war so aufgeregt. Wirklich, ich konnte nicht gucken. Mir ist wirklich, also nee, ich konnte nicht zusehen. Und Herr Blecher ging aber nicht so gut, so wie ich von den anderen gehört habe. Ich muss mir das später nochmal angucken bei Clip My Horse oder so. Der hatte ein paar Fehler halt, also ein paar teure Fehler auch. Die Einer kaputt und eine Pyrette kaputt, genau. Genau, aber er war noch platziert, er war Achter und darf somit am Sonntag die Qualifikationsprüfung, also die finale Prüfung reiten. Das wird dann ein Kurz-Grand-Prix. Korrekt. Und schaut euch mal bitte diese Schleife an. Die ist so groß wie mein Kopf, das ist mein Kopf. Die ist einfach so krass und die ist aus so einem Stoff. Guckt euch mal diese Schleife an. Die ist so krass. Und hier aus so Leder mit so Peterhof-Print oder, da sagt man nicht Print, wie sagt man denn so? Einstanzung. Und hier auch so, also richtig krass. Und die haben hier auch andere Farben. Der Sieger hat rot und alle anderen haben
beige oder grau? Grau-beige meliert. Genau. Und wir haben den gerade noch mal gefüttert, den Plagie. Wir müssen jetzt noch einkaufen fahren, wollten noch ein bisschen in die Stadt fahren. Und dann fahren wir abends noch mal zum Eindecken, Einpacken und noch mal füttern. Ja. Erstmal kalt. Ausgespuckt. Genau. Oh, was hat er denn? Oh, gut. Bisschen Chaos. Hä? Bisschen Chaos. Ja, ein bisschen von heute. Genau. Wie spät haben wir? 10, glaube ich. Es ist voll schon spät und hier ist immer noch Alarm. Ja. Aber manche Pferde sind ja halt mega aufgeregt. Da können wir echt froh sein, dass der Hypi nicht so aufgeregt ist. Ja. Wir haben 21.25 Uhr und hier schreiben mir auf Instagram die Schleife. Ja, die Schleifen sind hier mega, ja. Habe ich euch ja schon gezeigt. Genau. Jetzt holen wir einmal Wasser für den Hype. Ja. Möhre. Yam, yam. Oh, da hat noch einer Hunger. Ja, auf jeden Fall.